Ein Pflichttermin für deutsche Schauspieler ist der Empfang des Medienboards Berlin-Brandenburg. Die Berlinale ist ja voll am Anfang. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du schon gesehen? Ich war gestern auf der Festival Night und habe viele Kollegen getroffen. Das war sehr, sehr schön. Und heute großes Branchentreffen, Medienboard. Mal sehen, wem ich so begegne. Ich freue mich. Was hältst du von diesen ganzen Partys? Machen die Spaß? Ja, die machen Spaß, aber das ist natürlich auch Arbeit für uns. Also es ist immer Networking, aber es ist eine schöne Arbeit. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein aktueller Film? Ich habe letztes Jahr eine Reihe für die ARD gedreht mit der Jutta Speidel in der Hauptrolle und die wird dieses Jahr laufen. Ich denke so Ende Sommer, vielleicht im Herbst. Steht noch nicht ganz fest. Wow, da sind wir gespannt. Und schon Filmprojekte oder bist du am Akquirieren hier? Nein, das Jahr hat ja gerade erst angefangen. Ich war gerade im Urlaub einen Monat in Panama. Ich bin jetzt erst zurückgekommen, also alles easy. Wir gucken mal, was so kommt. Wow, Panama. Kannst du Spanisch? Ich kann ein bisschen Spanisch, ich kann aber besser Italienisch, deswegen kann ich sie zumindest gut verstehen. Das mit dem Antworten ist nochmal eine andere Geschichte, aber ja, es geht. Super. Letzte Frage. Der Medienbord möchte mehr Geld für die Filmförderung. Was hältst du davon? Grundsätzlich toll. Mehr Geld für Kultur ist immer gut und wenn wir dann mehr gute, große Filme machen können, ist doch toll. Wie fandst du bisher die Berlinale? Großartig. Das ist wahrscheinlich eins der für mich bis jetzt schönsten Jahre. Ich habe zwei Filme laufen, einen im Panorama, einen in der Perspektive. Und ich habe eine fantastische Zeit und ich habe mich bislang weniger betrunken als die letzten Jahre. Demnach geht es mir deutlich besser als die letzten Jahre. Cool. Und hast du schon Favoriten bei den Filmen im Wettbewerb? Ich konnte nicht so viel sehen. Ich habe Hail Caesar gesehen bis jetzt. Der ist natürlich fantastisch. Und jetzt gucke ich fleißig weiter die ganze Woche. Kommen ja ein paar ganz gute Filme. Ich gucke Alone in Berlin, schaue ich jetzt die nächsten Tage. Und dann finde ich den iranischen Beitrag ganz spannend. Also ich glaube, es hat ja gerade erst angefangen, wenn man es mal so nimmt. Ne? Heute ist Samstag, es geht dann noch eine ganze Woche. Deswegen Favoriten habe ich noch nicht wirklich. Na gut, jetzt hast du schon selbst zwei Filme in der Berlinale und demnächst auch mal einen Wettbewerb vielleicht? Na, letztes Jahr, ne? Victoria lief. Das heißt, das habe ich auch abgehakt. Nächstes Jahr bin ich einfach im Urlaub zu der Zeit. Also viel besser kann es, glaube ich, nicht werden gerade. Das ist richtig. Zu Victoria gratulieren wir natürlich nochmal im Nachhinein. Natürlich jetzt ganz wichtig, wie läuft es mit den Partys? Ganz gut. Also die Partys gehören ja dazu und sind ganz gut. Die Partys laufen gut. Da muss man sich um mich aber auch keine Sorgen machen. Da bin ich ganz gut auf mich allein gestellt eigentlich. Welche ist deine Favoritenparty? Also wo du sagst, da muss ich gewesen sein jedes Mal, die ist wichtig? Ja, ich war gestern bei Babelsberg und das ist echt eine der schönsten Partys. Ist auch eines der tollsten Studios, deswegen auch eine der besten Partys. Das hören wir gern. Dann kommen wir zur letzten Frage, gerade zum Thema Studio. Der Medienboard fordert mehr Geld für die Filmförderung. Wie stehst du dazu? Das kann ich grundsätzlich ja nur befürworten. Ich hoffe, dass sich dann auch Möglichkeiten ergeben, vielleicht weniger populäre Filmemacher oder Debütanten zu fördern, weil dann wird auch gleichzeitig hier so ein Independent-Markt in Deutschland gestärkt und das wäre für mich jetzt aus meiner Sparte heraus, glaube ich, sehr wünschenswert. Ich sehe noch was. Yes, danke schön. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch für diesen mega erfolgreichen Film. So, und Foto. Martin. Nadja. Auch der Fernsehsender Arte lud wie immer zu einem wundervollen Empfang ein. Hallo Herr Kind, ich grüße Sie recht herzlich auf der Berlinale-Party. Was halten Sie denn von Berlinale-Partys-Events? Ach naja, ich finde es immer schön, dass man so Leute trifft, die man oft nicht so... Also ja, wir haben ja immer zu tun. Ich kam jetzt gerade in Thailand, ich bin vorgestern aus Thailand wiedergekommen, habe da gedreht. Und ich hatte im Prinzip so gar keine Zeit, mich vorzubereiten und irgendwelche jetzt Einladungen zu organisieren. Und war jetzt bei der ARD und heute hier. Und ich finde das immer ganz schön, so mal eine Stunde, zwei Stunden irgendwie mal sich ein bisschen rumzutreiben, mal mit dem zu sprechen. Und vielleicht manchmal ergeben sich sogar irgendwelche neuen Projekte. Aber man darf davon nicht ausgehen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Muss ein Schauspieler eigentlich auf so einer Berlinale-Party sein, um einen Job zu bekommen? Die einen sagen so, die anderen so. Also ich nicht. Also ich glaube auch nicht daran. Ich habe noch nie bei solchen Sachen, und ich mache das ja den Beruf ja auch schon eine ganze Weile, da irgendeinen Job gekriegt und sowas. Ich glaube, man muss da viel gelassener rangehen und einfach eine Freude am Gedränge haben und ja, und sich einfach so ein paar Leute ausgucken und manchmal auch interessante Leute kennenlernen. Aber wenn man das dann mit so einem Anspruch tut, ich muss jetzt unbedingt einen Job kriegen, ich glaube, das funktioniert nicht. Also eigentlich ist es hier gesehen werden, ein bisschen Smalltalk führen, essen, trinken und dann wieder nach Hause gehen, richtig? Ja, mehr ist es nicht. Manchmal ist es auch so, dass man Leute trifft, mit denen man, die man ganz lange nicht gesehen hat und sowas, dann geht man noch was essen und sowas. Und da kann man dann in Ruhe auch mal Sachen bereden, weil hier ist es einfach viel zu laut. Ich war gestern beim Fantasy-Festival da in Kreuzberg, da ist so lauter Musik, super Musik, aber ich war heiser. Also und ich weiß nur die Hälfte von dem, was wir da gesprochen haben, weil du hörst es einfach nicht. Ja. Vielen Dank für das tolle Interview und viel Glück noch. Ihnen auch, ja. Dankeschön. Ciao, ciao. Schönen Abend. Danke ebenfalls. Wir sind nochmal hochkommen.